Wer sich im Wettbewerb durchsetzen will, muss mindestens so gut sein wie die anderen Unternehmen. Das nennt man Exzellenz. Möglichst sogar besser, es geht immerhin um Wettbewerbsvorteile. Das gilt auch für die Kommunikation. Kreativität fängt da an, wo der Branchenstandard übertroffen wird. Alles andere, was darunter bleibt, ist Oldschool. Am Anfang des Benchmarkings steht die Frage nach der Best Practice. Was ist die beste Lösung in der Branche? Die beste Lösung ist das Benchmark, das es zu übertreffen gilt. In Bezug auf das Medienportfolio lauten die Fragen dann: Über welche Kanäle und Formate kommunizieren die Wettbewerber im Vergleich zum eigenen Unternehmen? Und was können wir daraus lernen für die Optimierung unserer eigenen Medienlandschaft? Das Benchmarking und das Herausarbeiten der Best Practice macht Standards in der Branche und Lücken im eigenen Medienportfolio sichtbar. Es ermöglicht klare Empfehlungen für die Optimierung des eigenen Medienangebots. Zunächst werden die Vergleichsunternehmen ausgewählt. Aus derselben Branche, mit ähnlicher Tätigkeit im Markt, mit vergleichbarer Größe und regionaler Aufstellung, mit ähnlicher Marktkapitalisierung etc. Die Tabelle zeigt auf einen Blick, welche Unternehmen welche Channels und Applications nutzen. Die Vergleichsanalyse deckt Lücken und bereits exzellente eigene Lösungen auf.